In Regionen sind die Familien groß. Die Menschen leben in Haushalten mit mehr als nur der Kernfamilie. Üblicherweise sind es die Großeltern, deren Söhne mit ihren Frauen und ihren Kindern. Diese großen Haushalte haben im Kosovo immer auch als eine Art soziales Sicherheitsnetz fungiert. Die andauernde wirtschaftliche Krise hat den Zerfall der Großfamilien gestoppt. Das seit Jahrhunderten erfolgreiche Modell des engen Zusammenlebens ist für viele der einzige Schutz gegen den Absturz in die Armut. Auch die Familie Nura muss zusammenhalten, um über die Runden zu kommen. Zwei der Brüder arbeiten im Ausland, aber die familiäre Unterstützung geht bei ihnen über alle Grenzen. Another factor that has contributed to these Ein weiterer Faktor, der diese großfamiliären Strukturen gefördert hat, ist die Migration der 70er Jahre. Männer aus dem Kosovo hatten damals die Möglichkeit, als Gastarbeiter ins Ausland zu gehen, nach Deutschland, die Schweiz oder andere europäische Länder. Das bedeutete, es gab eine Person, die im Ausland hart gearbeitet hat, um das Geld dann nach Hause zu schicken und eine 10- bis 15-köpfige Familie zu unterstützen. Deswegen gibt es auch heute noch in vielen Dörfern diese großen Familien, die zusammenleben und von ein, zwei Familienmitgliedern unterstützt werden, die im Ausland leben. Soziale Bindung an die Familie bleibt wichtig, auch wenn sich diese in mehrere Haushalte aufsplittet. Oft teilen Brüder den Besitz und jeder errichtet sein eigenes Haus mit dem Wunsch, dass seine Kinder und Enkel weiterhin zusammenleben. Wir sind 5 Brüder, ich bin der Älteste. 3 von uns sind hier, 2 in der Schweiz. Dieses Haus gehört dem 4. Bruder, das hier dem kleineren Bruder. Das da, das so schön angestrichen ist, gehört einem der Schweizer. Meines ist das dort, ganz am Ende. Wir sind zwar 5 Brüder, aber wir leben getrennt. Wir 3, die hier sind, betreiben Landwirtschaft. Manchmal unterstützen uns die anderen beiden. Aber sie müssen das nicht tun, wenn sie nicht wollen. Durch die Teilung wurden die Nutzflächen zu klein für den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Brüder produzieren ausschließlich für den Eigenbedarf. Mit importierten Lebensmitteln auf den Märkten können sie nicht konkurrieren. Subventionen für Bauern gibt es nicht. So sind sie auf die Finanztransfers ihrer Brüder aus dem Ausland angewiesen. Wenn sie nicht wären, könnten wir die Felder gar nicht bestellen. Wenn man kein Geld hat für Diesel, kein Geld für Dünger, kein Geld, um einen Mähdrescher zu bezahlen, kann man den Betrieb nicht aufrechterhalten. Wenn unsere Verwandten nicht wären, hätten wir gar nichts zu tun. Das Land würde verwildern und wir müssten einbrechen und etwas stehlen, denn irgendwie müssen wir ja am Leben bleiben. Der Hof der Familie Rachmani in Acareva, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Pristina. 2 Brüder leben hier, 2 weitere als Gastarbeiter in Deutschland, einer in Österreich. Auch der verstorbene Vater hat über 30 Jahre lang in Österreich gearbeitet. Mit seiner Pension kann die Witwe die Familie noch heute unterstützen. Arbeitsmigration hat eine lange Tradition im Kosovo. Schon vor 100 Jahren schickten Väter ihre Söhne nach Istanbul, Thessaloniki oder Belgrad. Selten zu deren Freude. Getrennt und verbannt für einen Dinar, heißt es in einer populären Redensart. Als mein Mann nach Österreich ging, waren nur seine beiden alten Eltern hier. Sonst habe ich hier nichts vorgefunden. Er sagte zu mir: Schau her, Frau, ich nehme meine Tasche und werde ins Ausland verschwinden. Ich habe hier nichts. Er nahm seine Tasche und ging. Ich habe 8 Kinder gehabt. 3 sind gestorben und 5 leben noch. So war das. Es ist vorgekommen, dass er zu Neujahr gar nicht gekommen ist, sondern er ist erst im Juli zur Getreideerntezeit gekommen, um zu helfen und die Wiesen zu mähen. Erholen konnte er sich nie, sondern er hat seinen Urlaub aufgespart für die Sommermonate, um uns zu helfen. So war das.
Ja, schauen Sie, als wir Geschwister klein waren, lebten wir allein mit der Mutter und den Großeltern. Unser Vater hat uns sehr gefehlt. 6-7 Monate und manchmal noch länger hat der Vater uns nicht besucht. Wir haben uns sehr schlecht gefühlt, ihn mehr als 6 Monate nicht zu sehen. Und damals war es auch schlimm, es gab kein Telefon, keine anderen Informationsmöglichkeiten. Und so konnten wir nur mittels Briefverkehr erfahren, wie es unserem Vater ging. Im Kosovo gibt es keine Krankenversicherung, keine Altersvorsorge, kein Arbeitslosengeld. Der fehlende Sozialstaat wird durch Solidarität innerhalb der Familie ersetzt. Die Unterstützung aus dem Ausland ist notwendig. Sie helfen uns ein bisschen. Sie würden uns noch mehr helfen, hätten Sie dort nicht so viele Ausgaben. Auch dort ist der Lebensunterhalt teuer. Das Geld, das Sie uns schicken, verwende ich für die Schulbildung der Kinder und für den Bruder, der im Kosovo lebt und in Pristina Medizin studiert. Würden Sie nicht dort arbeiten, könnte der Bruder nicht studieren. Nicht nur für unsere Familie, auch für alle anderen Familien und für den gesamten Kosovo spielen die Auslandsarbeiter eine wichtige Rolle. Hätte es sie nicht gegeben, als der Krieg ausbrach, hätten wir noch mehr gelitten, weil sie, abgesehen von ihren Hilfsleistungen, vielen Familien Unterkunft geboten haben und sie noch immer bieten. Auch meine Kinder haben Interesse daran, ins Ausland zu emigrieren, wie die anderen, die auch aus wirtschaftlichen Gründen gegangen sind, weil sie hier keine Lebensmöglichkeiten haben. Lubišt, ein kleines Dorf am Fuß der Schwarzen Berge an der Grenze zu Mazedonien. Bis 1970 gab es hier keinen Strom. Die Menschen lebten als Hirten und von den Erträgen der Landwirtschaft. Heute arbeitet rund ein Viertel der 2000 Einwohner im Ausland. Weit mehr als die Hälfte des Gesamteinkommens stammt aus deren Überweisungen und Pensionen. Von der erwachsenen Dorfbevölkerung finden nur 16% Arbeit im Kosovo. Mehr gibt es nicht. Diese ernüchternden Daten hat Reze Doli im Jahr 2004 für eine Studie der European Stability Initiative, ESI, über die Bedeutung der Migration im Kosovo zusammengetragen. Wird sich die Situation in einem unabhängigen Kosovo verbessern? Einer von Rezes damaligen Gesprächspartnern in Lubišt war Cevser Cahili. In den 1980er Jahren studierte er Physik an der Universität von Pristina. Doch durch den Tod des Vaters musste er sein Studium abbrechen und den Hof übernehmen, um für die Familie zu sorgen. Eine Verpflichtung, der er auch heute noch nachkommt. Von einer Veränderung der Situation kann er nicht berichten. Die Bedingungen für die Familien im Dorf, nicht nur für meine Familie, sind sehr schwer. Nur von der Landwirtschaft zu leben, ist fast unmöglich. Denn die Preise für landwirtschaftliche Produkte sind auf sehr niedrigem Niveau. Und es gibt auch keinerlei Unterstützung. Von der Landwirtschaft kann man also wirklich kaum leben. Deshalb versuchen wir immer wieder, auch eine andere Arbeit zu finden. Momentan ist es nicht gut, aber im Allgemeinen geht es. Im Augenblick habe ich hier zwei Söhne meines Bruders, die an der Uni studieren, und 8 weitere Kinder. 4 gehen in die Mittelschule, 4 in die Grundschule. Cevser Cahili hat wenig Hoffnung für die Zukunft.
dass mit der Unabhängigkeit des Landes irgendwann auch der wirtschaftliche Aufschwung nach Lubiszt kommt, bezweifelt er. Die Situation hat sich verschlechtert.